Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen 3 Titan Lords. Beim letzten Mal, ja, sind wir hier auf Taranis angekommen, nachdem wir ein weiteres Seemonster fertig gemacht haben und... Oh, Warzenschwein. Stimmt, hier war ich ja noch gar nicht. Jetzt kann ich mal mein neues... Alter, das Schwert ist so geil. Nicht, weil es so mega stark ist, aber weil es geil aussieht. Und ja, in dieser Folge wollen wir... uns mal ein bisschen auf Taranis umsehen. Das ist ja die Insel der drei Großen, sag ich mal. Auf der wir uns noch am wenigsten umgesehen haben. Und deswegen wollen wir uns da jetzt mal ein bisschen genauer umsehen. Ich werde dann später auch nochmal Magie benutzen. Aber ich wollte jetzt natürlich erstmal mein schönes Schwert benutzen. Und ja, wir wollen vor allem die Monolithen aktivieren. Das ist unser Ziel in dieser Folge. Aber natürlich auch die ganzen verdammten Schätze noch mitnehmen, die sich hier auf Taranis befinden. Denn davon gibt es auch ein paar Alter. Wie viele Viecher hier rumlaufen. Und wir sind mit Horas unterwegs. Wunder mich, hat er gerade die ganze Zeit eigentlich mit dem Schwert gekämpft? Ich dachte, der ist ein Wächter der Magier. Der müsste doch diese Kristallmagie beherrschen. Aber vielleicht hat er einfach keinen Bock drauf. Kann ja auch mal sein, ne? So, Schwarzenschwein. Ich liebe dieses Schwert. Ich finde es deutlich besser, muss ich sagen, als die Flammenkeule. Die Flammenkeule sah nicht so geil aus, kann das sein? Ich meine, es backt immer noch ein bisschen rum, das gebe ich zu. Aber es ist wesentlich geiler, finde ich. Also ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Ich finde es geil und deswegen denke ich, werde ich es nutzen. Ich verbrenne euch, ihr blöden Scavenger. Und zack. Ja, was für ein Kampf. Das lief doch eigentlich gut. Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht das beste Schwert. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Schwerter, wenn man sie verbessert, nur um 5 verstärkt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, hier haben wir für das Schwert... Ich meine, es sieht geil aus. Das will ich, wie gesagt, gar nicht weiter runterspielen. Aber wir haben für das Schwert einen ganzen Feuerregen benutzt. Und da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr Schaden macht als jetzt. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Meine, gutes Aussehen oder Schaden, da muss man sich dann schon entscheiden. Und ich bin jetzt auf gutes Aussehen gegangen. Gutes Aussehen ist wesentlich wichtiger. Ist immer wichtig, also es geht nie darum, die inneren Werte eines Schwertes und auch eines Menschen sind nicht wichtig. Es geht immer nur ums Aussehen. Nein, natürlich nicht, aber ich finde halt gerade bei einem Schwert, gut, warum das auch immer noch brennen kann unter Wasser, ist mir zwar auch ein Rätsel, aber... Gerade bei einem Schwert bin ich halt dann doch eher fürs Aussehen. Also, es kommt jetzt natürlich aufs Spiel an. Wenn ich jetzt ein Dark Souls spiele und ich ein cooles Schwert... Gut, die sind meist auch gut, das muss man natürlich auch dazu sagen, aber... Und die kann man ja auch noch alle verbessern. Aber gerade bei Risen 3 Titan Lords ist es jetzt nicht so wichtig, das unglaublich beste Schwert zu finden, weil... Ja, wie gesagt, das Spiel ist nicht schwer. Das kann ich mit jedem Schwert durchspielen. Vielleicht Pansels Meisterschwert wird ein bisschen nervig, weil das nun wirklich eins der... schwächsten Schwerter ist, aber jetzt mal von Pansels Meisterschwert abgesehen, gibt es eigentlich kein Schwert, mit dem man das Spiel nicht durchspielen könnte, glaube ich. Wo ist denn Horas? Der war doch die ganze Zeit hinter mir. Hallo? Horas? Bist du untergegangen? Das ist nur ein Sandteufel. Ach, der kommt schon wieder. So, Leviathan. Von denen gibt es hier auf Taranis eine Menge. Das ist schon der zweite, den ich hier auf Taranis gesehen habe. Oh, wow, 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 wow. Der macht Schaden. Okay. Hohenhaut. Ui, ui, ui. Okay. Jetzt erstmal das scheiß Skelett. Mit meinem flammenden Schwert. So, stirb, du blödes Mistvieh. Danke. So, jetzt komm her, blöder Wichser. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ich meine, wie gesagt, einzeln sind die jetzt nun auch kein Problem. Die sind halt wirklich nur in der Gruppe ein Problem. Wenn die es halt schaffen können, einen zu treffen. Einzeln ist der Gegner kein Problem. Weil man da nur mit den starken Schlägen draufhauen muss. In der Gruppe halt, habt ihr jetzt gesehen, hatte ich es halt erst mit dem Leviathan zu tun. Dann kam der Schattenkrieger, hat seine zwei schnellen Schläge gesetzt. Und dann musste ich mich auch noch um das Skelett kümmern. Das war natürlich, da sind sie dann schwer. Aber ansonsten gibt es halt wirklich keinen Gegner in Risen 3, der wirklich schwer ist. Ich frage mich übrigens gerade, ob die Runenhaut schneller ausgeht, wenn ich öfter getroffen werde. Kann das sein? Weil die gehen gerade echt schnell weg. Okay, warte mal. Dich locke ich erstmal hierher, damit ich nicht nochmal in den Schattenkrieger renne. Bam. Bam. Jetzt
geht schon dein Block auf. Danke. Der geht mir auf den Sack hier. Ach, komm schon, nicht immer blocken, Junge. Blocken ist für Pussys. Gut, ich frage mich, wann Horaz wieder aufkreuzt. Im Notfall teleportiere ich mich, dann muss er wieder da sein, weil dann wird er automatisch teleportiert, egal wo er auf dieser Insel ist. Schade eigentlich. Ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass er mit Kampfmagie ein bisschen mehr arbeitet, damit wir ein bisschen die Kampfmagie... Schnaps des Blutes, naja, gut. Die Kampfmagie der Wächter mal sehen, aber na gut, kann man nicht ändern. Ich denke, er hat sie auch drauf. Ach, komm schon. Und da kommt schon der Nächste. Okay, Runenhaut. Und dann schnell den Drachensnapper ausnehmen. Ganz ruhig, Kumpel. Kann ich? Ich glaube, den kann ich nicht blocken, oder? Beziehungsweise kontern. Ich mach's einfach mit Schlägen. Das geht schneller. Ich wollte jetzt gucken, ob ich ihn kontern kann. Aber ich hab's dann doch lieber gelassen. So, bevor ich zu dem Schatz gehe, will ich auch gucken, was hier drüben noch ist. Ein Teleportstein. Na, immerhin. Aber ich glaube, inzwischen sollten wir wirklich fast alle Teleporter aktiviert haben. Es dürften echt nicht mehr viele fehlen. So, kommt dann. Hier sind ganz schön viele Viecher. Vor allem relativ mächtige auch. Also zumindest welche, die relativ viel Ruhm geben, wenn man mal so will, ne? Er ist schon wieder ein Drachensnapper. Aber erstmal hole ich mir jetzt meinen Schatz. Den habe ich mir jetzt verdient, nachdem ich hier alles fertig gemacht habe auf dieser verdammten Insel. Ah, das Schwert sieht so gut aus. Ja, sorry, wenn euch vielleicht ein anderes Schwert besser gefällt, aber... Wow! Aber das Schwert sieht so gut aus. Das werde ich jetzt einfach nehmen. Und das macht auch im Kampf keinen schlechten Eindruck. Mit diesem schönen, orangenen Schleier, der so hinterhergezogen wird. Also, oh, das fand ich gut. Was ist das? Ein dicker Klunker. Wow, nur 10 Silberzunge. Mehr nicht. Das ist jetzt nicht so der Hammer. Sonst noch irgendwas hier? Ja, gut, okay, dann würde ich sagen, damit wir auch Horaz wieder kriegen, den Teil haben wir jetzt, dann jetzt hier hin. Mensch, da bist du ja wieder. Und dann jetzt in Richtung des, jetzt will ich als erstes hier genau nach Osten. Und danach geht's in den Wald. Alles klar. Dann aktivieren wir Monolith 2. Und dann in Wald und dann Monolith 3. So, ich frage mich, ob hier inzwischen wieder Viecher sind. Hier waren wir ja schon mal damals, als wir die ganzen Minen gesucht haben. Beziehungsweise besucht haben. Ja, Spinnen halt, ne? Oh, da ist ja noch einer. Schade, dass er keine... Ich hätte jetzt echt gewünscht, dass er vielleicht ein bisschen Magie benutzt. Okay, ich muss mal runter hier irgendwie. Ich bin zu weit oben. Ich muss am Wald vorbei direkt. Okay. Der wird sicher auch noch interessant. Und danach haben wir noch das Schattenreich, das wir noch bekämpfen müssen. Also wir haben schon noch ein bisschen was zu tun hier auf Taranis. Das war ja die Insel, wo wir am wenigsten erforscht haben, hatte ich ja schon gesagt. Ist halt schon ein bisschen schade, aber... Ja, ich meine, damals waren wir halt auch noch relativ schwach. Und es lohnte sich nicht zum Beispiel, den Wald nur wegen so einem Schatz zu durchkämmen, glaube ich. Achso, das sind die Gnome, die da arbeiten. Wollte schon sagen, was ist denn das hier? Was sind nur die Gnome? So, hier sind wir damals auch nie weitergegangen, glaube ich. Ich bin mir auch nicht 100% sicher, um ehrlich zu sein. Da geht's auch nochmal in den Wald. Ah, erstmal die Scavenger jetzt. Ich meine, die sind auch mit der neuen Waffe 3-Hit. Oh, hallo. Geht mir nicht so auf den Sack. Jetzt lass dich schon zaubern. Blöden Mistviecher, jetzt lass dich zaubern. Okay. Scheiß auf Zauber. Der kriegt einfach aufs Maul, der blöde Mistkerl, ey. Wow. Oh, da ist ein Teleporter, schön. So viel dazu, ich hätte alle aktiviert. So, meine Fresse. Habe ich mich jetzt aber angestellt. Ich wollte unbedingt zaubern und dann, naja, lasse ich mich von denen hier fast zu Tode beißen. Bin ich aber auch selbst schuld jetzt gewesen. Hätte ich nicht machen dürfen. Aber ich will halt auch nicht nur kämpfen. Ich will halt schon ein bisschen Zauber auch benutzen. Das wird ja sonst langweilig. Pass auf! Und zack, jetzt aber. Ja, also. So, die liegt. Und... Na komm. Ach, okay. Ich wollte jetzt kontern, aber dann macht er einfach den, der Wichser.
Das war natürlich clever, mein Freund. Das war clever. Da oben ist noch ein Golem. Ich aktiviere jetzt bloß aber erstmal den Teleporter da. Nicht, dass ich es noch vergesse. Und hep. Geht doch. Super. Haben wir auch den. Ach ja, kann der Körper mal aufhören runterzurollen? Das klingt bescheuert. Wie weit willst du denn noch runterrollen? Teleporter des Wasserfelds. So, ich glaube, das war ein Erzgolem. Ja, das war ein Erzgolem. Das habe ich erkannt. Komm her, blödes Mistvieh. Ich hau mit Feuer zu, dass du keine Chance mehr hast. Das, was ich halt zum Beispiel schade finde, dass das Schwert dann halt keinen Feuerschaden macht. Also es ist jetzt scheißegal, ob ich damit gegen Wasserkreaturen oder ist ein Toter oder so kämpfe. Aber ich kann den nicht plündern, oder? Nee, nur ein Grab. Das finde ich halt so schade, ne? Dass man dann nicht sagen könnte, gut, das Schwert macht wenigstens Feuerschaden dann, wenn ich schon das verbessere und einen Feuerregen dafür reinhaue. Da ist halt, es ist halt schade, dass jede Verbesserung einfach nur gesagt wird, ja gut, 5 Schaden mehr. Also 5 maximalen und 5 minimalen Schaden mehr. Zack, fertig. Ist halt schon ein bisschen. Also ich meine, wäre ich jetzt so der Richtige oder würde ich das jetzt so richtig ausnahmen? Oh, eine gute Gruppe. Ich hätte jetzt, also theoretisch hätte ich jetzt gesagt, es lohnt niemals einen Feuerregen in das Schwert zu packen. Für 5 mehr Schaden mit dem Schwert. Weil es gibt genug andere Schwerter. Wie gesagt, Kalados Krönungsschwert ist ja sowieso nochmal deutlich besser als das, was wir jetzt haben. Es würde einfach nicht lohnen. Ich habe es jetzt wirklich nur gemacht wegen dem Aussehen. Und das ist halt das, was ein bisschen schade ist. Wenn ich einen Feuerregen verbrauche, sollte ich doch auch irgendwas richtig Geiles dafür bekommen, oder nicht? Ich meine, der Feuerregen ist nun wirklich einer der besten Zauber. Wenn ich nicht gerade mag, also hier Wächter gewählt habe, dann sind Feuerregen auch relativ selten. Gut, ich könnte Sprüche herstellen lernen. Aber ich denke mal nicht, dass es so einfach ist, Feuerregen herzustellen. Bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem, wie gesagt, das Problem mit den Zaubern ist halt auch noch, ich kann sie nicht aus dem Inventar wirken. Das heißt, die Zauber, die ich wirklich nutzen will, muss ich auf die Quickslot-Leiste nehmen. Und ihr seht schon, mit den Zaubern, die ich jetzt gelernt habe von den Dämonenjägern, ist das schon quasi voll. Wir haben noch, theoretisch können wir noch den Höllenhund beschwören lernen. Aber ansonsten haben wir nichts mehr, was wir noch irgendwie sinnvoll lernen könnten. Beziehungsweise haben wir keinen Platz mehr. Die Riesenkrabbe. War ich hier schon? Ich glaube, ich war hier schon. Oder irgendwas anderes hat das Vieh getötet. Zum Beispiel der Alligator da. Die Viecher gibt es wirklich überall. Wow, das war schon mal nicht schlecht, Freundchen. Oh, die Steinfaust macht aber ordentlich Schaden. So, hier müssen wir dann auch. Da vorne ist schon der Monolith. Perfekt. Ja, ich hab's verstanden. Alter. Ich muss hier mal kurz raus, damit ich meine verdammte Zauber wirken kann. So, Freunde. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt mal ohne Runenhaut hier durchkommen. Jawoll. Und? Ey, das heilt sogar schon über die Hälfte jetzt. Wow. Also nicht ganz, glaube ich, ne? Ich bin, glaube ich, nicht 100% voll, aber... Gut, das macht jetzt im Endeffekt auch kein Problem. Ich meine, das Ding ist halt auch, man muss ja halt auch nochmal überlegen. Ich bin, glaube ich, erst bei 50 oder 60 Härte, ne? Ich glaube, es geht bis 105. Und da kommen ja dann auch noch die ganzen zusätzlichen Skills, die meine Verteidigung auch noch boosten. Das Ganze fehlt mir ja noch. Ich meine, ich hätte von Anfang an zum Beispiel auch sagen können, ich gehe erstmal voll auf Härte, weil ich dann einfach irgendwann keinen Schaden mehr kriege. Aber das ist ja auch langweilig, ne? Ich glaube, ich steige auch noch mal ein bisschen härter. Ich will eigentlich noch ein bisschen Fingerfertigkeit hochkriegen erstmal. So, hier, Freundchen, bam. Und, achso, der ist noch nicht bereit. Achso, nee, klar, weil ich ja nicht mehrere Zauber gleichzeitig benutzen. Das Vieh lebt noch. Warum ist es jetzt umgekippt? Konnte es sich nicht auf dem Bein halten, oder was? Was war das denn? Kippt einfach um. Ah, oh, nee, ich habe keinen Bock mehr. Puh, lasst mich doch in Ruhe. Keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier. Und eine weitere Muschel. Ich habe ja schon so viele davon benutzt, von diesen Muscheln. So, dann kommt mal her, Freunde, hier, bevor ich die Truhe da nehme. Diese Steine sind ein wahres Kunstwerk. Stell bloß keine Blödsinn an. Ja, ich habe nicht vor, sie umzuschmeißen. Ich will das machen, was du eigentlich machen sollst. Die verdammten Monolithen einsetzen. Zack, zack. Komm schon, komm. Oh Mann, ist er denn endlich bereit? Danke. Ah, das ist ein bisschen kacke, dass er... so spät bereit ist, weil wenn ich das als Spruchrolle benutze zum Beispiel, dann habe ich diesen Cooldown nicht. Also ich kriege den Cooldown ja nur, wenn ich die erlernten Zauber benutze.
Da hätte ich lieber Mana einfach, weil ich finde das geiler, Zauber und dann direkt einen Folgezauber zu machen. Das kann halt schon auch, da kann man dann halt auch unglaublich coole Kombinationen mitmachen. Aber es geht halt hier nicht, weil das hier diesen Cooldown gibt, damit es ja wenigstens etwas schwer wird, damit man nicht die ganze Zeit nur Zauber spammen kann. Aber na gut. So, rein damit. Passt genau in die Fassung. Das war Blitzmonolith Nummer 2. Beeindruckendes Bauwerk. Fehlt ja nur noch einer und ich will mal kurz gucken, was ist das da denn für ein Ach, das ist dieser Strand. Okay, ja, können wir uns ja auch mal noch angucken, würde ich sagen. Und Heptenhamst. Ach, come on. Zack. Aber dann weiß ich, dass ich den Rest jetzt einfach nur noch durchgehen muss. Zack, zack, zack. Würde ich sagen, machen wir noch diesen Strand und dann machen wir den Wald als nächstes. Wir kommen ja echt ganz gut voran jetzt über Taranis. Das ist halt auch der Grund zum Beispiel, warum ich, oder beziehungsweise das ist ein Grund, warum ich Taranis früher jetzt nicht so, warum hier so viele Drachensnapper am Strand rumlaufen, verstehe ich aber auch nicht. Ich wollte Taranis damals nicht machen, weil wir dann nur hätten kämpfen können. Jetzt können wir wenigstens, ja, so ab und an mal einen Zauber wirken. Ich meine, ich mach's, wow, sind das viele. Das sind aber echt viele Skelette. Wow. Habe ich noch? Nee, ich glaube, da brauchen wir mal ein bisschen Hilfe. Das sind echt viele, ey. Komm her. Zack. Zack, zack, zack. Erstmal kontern. Das ist halt das Gute am Konter. Das ist wie in Assassin's Creed. Wenn man das hinkriegt mit dem Konter, kann man eine Schlagkombination machen und dann einfach schnell den Konter hinterher setzen. Ohne dass man da ein ohne dass man da was machen muss. Dadurch, dass man den Konter einfach nur so schnell machen kann. Das ist natürlich auch eine Sache, die an sich nicht schlecht ist. Wenn man den Konter halt nutzen würde, mehr als ich es tue. Horas hat sogar den Drachensnapper getötet. Mensch, bin stolz auf dich. So, war ja nicht gerade noch ein Vieh? Ach, da war noch ein Drachensnapper. Okay. Na komm her. Und noch ein Drachensnapper. Wir hatten ja noch nicht genug. Bam. Und tschüss, tschüss. Und das war's auch mit dir, Steinfaust. So, mal Schergen heilen. Damit er uns noch ein bisschen erhalten bleibt hier. Ich kann auch noch so viel verkaufen. Ich bin so reich eigentlich mit diesen ganzen Sachen, die ich bloß noch nicht verkauft habe. Muss man halt auch noch sagen, ne? Das ist halt auch kein Problem mehr bei mir. Und hier. Bam. Ey, geh mir nicht auf den Sack. So, Heldenmut dauert, glaube ich, noch eine Weile. Aber der, guck mal, der Cooldown vom Heldenmut ist halt auch relativ kurz, ne? Wenn man sich überlegt, wofür, dass das Ding mich eigentlich heilt. Also nicht nur eigentlich, es heilt mich auch. Bumm. Und schon können wir ihn wieder benutzen. Ach, ist schon gut. Wir sind schon echt OP gerade. Oh. Da hätte ich jetzt aufpassen sollen. Wow, Alter, macht der einen Schaden. Und hier, bam. So, aber wenn man sich ein bisschen konzentriert, alles kein Problem. So, jetzt du Skelett. Bam. Oh, Horas hat gerade einen Zauber benutzt, kann das sein? Aber es war, glaube ich, kein Kampfmagie-Zauber. Es war eher so eine Steinfaust wie bei mir. Und bumm. Ich meine, eigentlich lohnt es sich auch mehr, den Zauber im Kampf einzusetzen, weil ich dann auch meine Begleiter heilen kann. Aber, naja, ihr wisst ja. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Mir fehlt 5 Diebeskunstler. Ich müsste doch noch was im Inventar dafür haben, oder? Schlösser knacken plus 10. Hier, her damit. Von wegen zu schwierig. Ich zeig dir mal gleich zu schwierig. So. Ach, come on. Okay, die 5 oder was hier? Zack, zack, ja. So, dann halt so. Hä? Ach so, so rum war das. Okay, die 5. Dann der und dann die 3 da hinten. Und drehen. Seelenring, Voodoo-Magie, naja. Bauplan für Dämonen, was? Herz.
Einschüchtern, Runenmagie, oh, das könnte man sich überlegen, ne? Meine Runenmagie ist das, was wir benutzen. Und je mehr Runenmagie wir haben, desto besser. Wäre schon an sich eine gute Sache. So, wie viel ist denn hier noch an dem Strand? Ich könnte den Strand da mal noch angucken. Würde ich sagen, machen wir das auch noch in der Folge. Und in der nächsten geht es dann in den Wald. Da können wir dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen Magie nehmen. Ich habe jetzt genug mit meinem Feuerschwert erstmal rumgespielt. Habe mich halt drüber gefreut und da wollte ich es halt auch benutzen, ne? Ich meine, ich habe mich jetzt so drauf gefreut, da musste ich es ja mal benutzen, ne? Also wenn ich es jetzt nicht benutzt hätte, wäre ich ja ein bisschen blöd. Ach komm. Geh mir nicht auf den Sack. Bam, bam, bam. Na komm. Okay, ich dachte, jetzt greift er nochmal an. Da vorne ist auch schon ein Schiff, wie wir sehen. Aber das Schiff scheint in Richtung des Schattenreichs zu liegen. Da wollen wir dann lieber von der anderen Seite. Also ich habe keinen Bock, jetzt ins Schattenreich zu schwimmen, um ehrlich zu sein. Das ist, glaube ich, nicht so das Cleverste, was man machen kann. Ins Schattenreich zu schwimmen. Komm schon. Ach, dass man nach einem Zauber immer warten muss, dass man einen neuen Zauber wirken kann. Das ist halt echt das, was mich am meisten stört. Weil wie gesagt, ich würde halt so gerne manchmal so Kombinationen von Zaubern einfach raushauen. Es wäre so, oh, guck mal, ein Rammer. Na, spüre mein Schwert des Feuers. Eine epische Schlacht, naja. Hätte ich jetzt nicht so bezeichnet. Noch ein Rammer. Mein Schwert des Feuers wird dich vernichten. Ja, ziemlich. So, noch ein Kistchen. Ach, jetzt habe ich Silberzunge gar nicht zurückgemacht. Ich mach's mal lieber. Silberzunge braucht man dann doch schon mal eher, ich sag mal, plötzlich, also ungeplant braucht man Silberzunge schon mal eher. Als, ah, unten sind Goblins. Goblins, sag ich schon, Kobolde. Ich meine Kobolde. So. Goblins! Genau. Hier gibt's doch keine Goblins. Mann, hauen die mir gerade nervig, ey. Und jetzt das Riesenkräppchen noch. Bam. Gut, Scherge. Du hast auch mal einen erledigt. Goblins. Ich glaub's nicht. Ich glaub's geht los. Hier, komm, Scherge. Heil dich noch mal eine Runde. Für die letzten Kämpfe, die jetzt noch kommen. Ja, da kommen noch zwei Riesenkrabben. Richtig schwere Kämpfe werden das. Da. Bam. Hab beide umgehauen. Oh, okay. Ich hätte die Steinfaust gar nicht mehr gebraucht, aber gut, der Cooldown ist so gering, dass es jetzt auch egal ist. Gut, dann sind wir mit dem Teil der Insel an sich auch soweit fertig. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal ganz kurz ins Magierlager nochmal, damit ich schlafen kann. Der Scherge kommt an nicht mit. Nee, der wird dann aufgelöst. Na gut. Damit wir mal eine Runde pennen können, weil ich habe keinen Bock, durch den Wald bei Nacht zu gehen. Nicht, weil ich irgendwie Angst hätte, dass ich da besiegt werden konnte, sondern eher, damit ich besser sehe. Das ist dann, glaube ich, schon die wichtigere Variante. Die Frage ist, wo ich jetzt mal eben schnell... Ach, ich glaube, hier waren ganz viele. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob hier noch jemand ist, mit dem ich kurz was machen kann. Habe ich mit dir schon gekämpft, gedrückt? Ja. Gekämpft. Mit euch habe ich mein Freund, auch schon gesoffen, oder? Das hier ist der oder? Beste Platz auf dieser stinkenden Insel. Hast du was gegen die Insel? Nein, 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 nein. Hier riecht es nur etwas streng, mehr nicht. Es ist schließlich mein Zuhause. Ist das Trinken im Dienst gestattet? Natürlich nicht. Und was machst du dann hier? Erstens gefällt mir dein Ton nicht. Und zweitens... Ja, ja, jetzt zieh nicht wieder ein paar Regeln aus dem Ärmel. Sag mir lieber, ob du ein paar Krüge stemmen kannst. Ah, cool, mit dem Natürlich. Hat man noch nicht. Darum bin ich schließlich hier. Ich trete allerdings erst gegen dich an, wenn du den richtigen Einsatz aufbringen kannst. Und was ist der richtige? Ach, 200 Gold. Lass uns ein paar Krüge heben. Du siehst zwar entschlossen aus, aber mich schaffst du nicht. Ach, klar. Sehe, du kippst vom Stuhl. Ach, wir haben nur große Flaschen, das ist ja easy. Auf geht's. Also, größere sind insgesamt einfacher. Scheiße. Gut Und gemacht. Ich bin so gut im Trinken. Wenn man so trinken Dass müsste, wär's einfach. Dass du noch stehen kannst. Reife Leistung. Hätte nicht gedacht, dass du mich unter den Tisch trinkst. Aber du hast gewonnen und ich verloren.
So sieht es nun mal aus. Ja. In Zukunft suchst du dir wohl einen anderen Gegner. Bei mir gibt es nichts mehr zu gewinnen. Cool, haben wir das auch mal nebenbei noch gemacht. Hätte ja sein können, dass der was Cooleres springen lässt als einfach nur Geld. Das weiß man halt nie, deswegen muss man es halt ab und an probieren. Ich glaube, wir dürfen ja eigentlich gar nicht rein, aber es ist mir jetzt so egal. Ich lege mich jetzt hier einfach pennen. Bis zum nächsten Morgen. Und dann würde ich sagen, wie wir uns durch den Wald machen und den Rest von Taranis noch erforschen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Risen 3 Titan Lords. Bis dahin müssen da dann raus, ne? Ciao.